Digitalisierung beeinflusst auch in einem erheblichen Maße die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und das betrifft vor allem natürlich den Arbeitsplatz, denn wo wir gehen und stehen, befindet sich unser Arbeitsplatz. Arbeitsplätze werden zu Arbeitsräumen und sind nicht mehr nur durch die Konnektivität bestimmt, sondern definieren sich auch weiter durch den Einsatz, wie wir es heute nennen, des Internets der Dinge. Wenn ich von dem Internet der Dinge spreche, dann bedeutet das, dass zu einem solchen Arbeitsplatz es gehört, diesen steuerbar zu machen und ihn buchbar zu machen. Steuerbar heißt, wenn ich so einen Arbeitsplatz flexibel buchen kann, dass ich ihn beispielsweise auch mit der Energieversorgung, mit der Stromsteuerung koppele und den Arbeitsplatz stromlos schalte, wenn er entsprechend nicht gebucht wird. In dem Moment, wo ich den Arbeitsplatz buche, um ihn zu belegen, wird er im System entsprechend markiert, wird mit Strom, mit Konnektivität versorgt. Das zeigen wir entsprechend hier durch die Lampe visuell. Dabei helfen uns Technologien für lokationsbasierte Dienste, zusätzlich zu überprüfen, ob diese Arbeitsplätze tatsächlich belegt sind, um sicherzustellen, dass die Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, optimal ausgelastet werden. Lokationsbasierte Dienste beruhen auf drahtlosen Technologien in Verbindung mit Smartphones. Das heißt, die Tatsache, dass die meisten Mitarbeiter über Smartphones verfügen oder über smarte Endgeräte, erlaubt es, entsprechende Apps einzusetzen, die diese Dienste zur Verfügung stellen. Denkbar ist etwa die Überwachung des Belegungszustandes zum einen, aber eben auch die Information, wo sich ein bestimmter Bereich befindet oder ein entsprechender Kollege aufhält, weil wenn Arbeitsplätze in flexible Konzepte überführt werden, ist man nicht jeden Tag am selben Tisch und man verwendet verschiedene Bereiche für verschiedene Aufgaben. Weitere Beispiele schauen wir gleich. Und insofern ist es sehr wichtig, um Produktivität zu erhöhen, eine Indoor-Navigation aufzubauen, die mir zum Beispiel den Weg zum nächsten Meetingraum anzeigt. Machen wir ein praktisches Beispiel. Wenn ich nun einen solchen Arbeitsplatz buchen möchte, um es einmal an einem plastischen Beispiel zu zeigen, dann würde ich natürlich nicht ein Tablet an der Wand nutzen, aber etwa ein Smartphone, was ich besitze. Schau, welcher Arbeitsplatz zur Verfügung steht und buche ihn. Bewege mich zu dem Arbeitsplatz hin. Und was das System nun tut, ist den Arbeitsplatz mit Strom versorgen und in dem System anzeigt, dass er belegt ist, sodass andere auf andere Plätze ausweichen, wenn sie entsprechend freie Plätze suchen. Wenn ich meine Arbeit beendet habe, gehe ich wieder in die App rein, beende die Sitzung an dem Tisch, gebe ihn wieder frei. Er wird wieder stromlos geschaltet, kann nicht mehr benutzt werden, steht im System für andere Mitarbeiter zur Verfügung und ist entsprechend freigegeben. Hier sehen Sie ein weiteres Beispiel eines digitalen Arbeitsplatzes, und zwar mit Hochleistungsanforderungen, wie sie etwa im Trading-Bereich benötigt werden oder auch etwa für CAD-Anwendungen. Die Besonderheit besteht darin, dass der nötige Desktop, der für diese Anwendung eingesetzt wird, sich nicht unter dem Tisch befindet, sondern über eine spezielle Lösung, die wir in unserer HPE Moonshot-Familie abbilden, im Rechenzentrum gehostet wird. Und das hat den Vorteil, dass Arbeitsplätze dieser Art, die sonst einem Mitarbeiter und einer Position fest zugeordnet waren, nun flexibel benutzt werden können und sich einzig und allein durch eine Anmeldemaske auszeichnen und für den Mitarbeiter bereit sind, der diesen Platz nutzt. Selbstverständlich, und das ist durch die rote Lampe hier bereits sichtbar, können diese Arbeitsplätze auch in solche Buchungskonzepte eingebunden werden und können damit mit weiteren Kollegen geteilt werden und in die Art und Weise der Flexibilisierung integriert werden. Das heißt, auch der Digitalisierungsgrad in diesem Bereich schreitet weiter voran. Und mit solchen Virtual Desktop Technologien erlauben wir die weitere Flexibilisierung und die nahtlose Einbindung solch spezieller Arbeitsplätze in unsere gesamte digitale Arbeitsumgebung. Inzwischen bin ich in unserem Meetingbereich angekommen. Also ich habe jetzt ein Meeting vereinbart mit einem Kollegen. Wir haben uns eine Besprechungsecke ausgesucht, keinen Besprechungsraum. Das ist also auch Konzept dieser modernen digitalen Arbeitsplätze. Diese Meeting-Ecke konnte ich sehr leicht dadurch finden, dass ich mit der Lokations-App auf meinem Smartphone schauen konnte, welche nächstgelegene Meeting-Ecke ist frei. Ich kann sie buchen
Und der Vorteil für die Betreiber ist, und das sehen wir hier, ist ein, wie wir es nennen, Dashboard, eine Übersicht, die mir anzeigt, welche Bereiche frei sind, wie die Auslastung über den Tag, über einen gewissen Zeitraum war, um dann tatsächlich zu sehen, ob die gebuchten Arbeitsplätze, Arbeitsräume auch tatsächlich belegt waren und die dann dementsprechend freigegeben werden. Beispielsweise, wenn man einen Meetingraum buchen würde, so wie ich jetzt, und er scheint nicht, dann könnte das System auch automatisch dafür suchen, diesen Bereich wieder freizugeben und im System als frei zu kennzeichnen, sodass keine Ressource unnütz verschwendet wird. Was wir hier nun sehen, ist die Belegung der tatsächlichen Bereiche und unsere drei Beispiele, die wir uns jetzt angeschaut haben. Und einer der beiden Arbeitsplätze ist in Belegung gewesen. Und gleich werden wir sehen, dass der Meetingbereich sich freigibt. Das heißt, dort wird die Kachel von Rot auf Grün wechseln und dieser Bereich ist entsprechend wieder freigegeben. Und was wir hier jetzt sehen können, ist ein anderer Blick auf eine Fläche, als wir es vielleicht mit Netzwerkverwaltungstools erreichen. In unserem Beispiel haben wir unseren Messestand digitalisiert und in Zonen unterteilt. Das sind diese entsprechend farbigen Bereiche hier. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die tatsächliche Besucherverteilung ist, und keine Sorgen, die Daten sind anonymisiert, dann sehe ich hier eine Verteilung der letzten Stunde etwa, wie sich die Besucher auf dem Stand verteilen. Und es zeigt sich ja sehr deutlich schon eine Konzentration hier in der Mitte in unserem Technology Theater, aber eben auch entsprechend auf der Fläche. Und diese uns recht bekannte Darstellung, die immer populärer wird, zeigt die verschiedenen Genauigkeiten, mit der solche Positionen erfasst werden können. Und ich kann entsprechend reingehen und sagen, zeig mir bitte die an, die eine höhere Genauigkeit aufweisen, und dann wechselt die Heatmap entsprechend in eine andere Darstellung und ich sehe tatsächlich die Nutzer, die mit einer hohen Genauigkeit erfasst werden, und kann das entsprechend granular mir anschauen oder geben in den Gesamtüberblick. Es ist natürlich sehr leicht vorstellbar, dass die Positionsdaten auf einem Grundriss lokalisiert werden. Aber da wir hier im Bereich der Datenanalyse sind, können wir auch völlig andere Darstellungen wählen, wie etwa in diesem Beispiel, wo wir zum Beispiel unterscheiden zwischen neuen Besuchern und Wiederkehrern. Natürlich hat man auf einer Messe so gut wie keine Wiederkehrer, aber wir teilen diesen Besucherstrom der Neubesucher nochmal auf und wie wir es gerade eben gesehen haben, in das Technology Theater, in das Zentrum unseres Standes gehen die meisten. Manche gehen direkt in den Meetingbereich, weil sie eine Vereinbarung haben, ein Meeting, oder holen sich auch einfach nur einen Kaffee. Und von diesem zentralen Bereich gibt es dann wieder Personen, die direkt ein Meeting haben oder andere Zonen besuchen. Und so kann man die Funktionsweise der Fläche auch anders analysieren. Das ist sehr wichtig für die Bereiche, wo Flächen durch Besucher frequentiert werden, wie etwa Krankenhäuser, Bürobereiche, aber noch viel stärker öffentliche Plätze. Oder der Klassiker, der Einzelhandel, der sich schon sehr lange damit beschäftigt und seine Besucherströme entsprechend analysiert. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, worum es im Bereich der digitalen Arbeitsplätze geht. Mein Name ist Axel Simon. Ich bin Chief Technologist in Deutschland für Aruba, einem Unternehmen der Hewlett-Packard Enterprise.